Moin. Moin, heute wird es heiß, ne? Morgen noch heißer. 33 Grad soll er morgen werden. Wie schnell das geht, jetzt ist aber noch kalt, ne? Ja. Ja, jetzt fährst du ja bald in Urlaub, wa? Ja, das dauert noch ein bisschen, ja, Gott sei Dank. Wie hast du dich schon darauf vorbereitet mit deinem Zucker? Ja, ich bin dann noch in dem. Ich muss noch in einem Unterricht hier bei der Frau Doktor. Das mache ich aber nach dem Urlaub. Wie Mama kochen soll und so, das wird noch gesagt. Ne? Eigentlich bin ich gut eingestellt bis jetzt. Also ich hänge so zwischen 140 und 120. Morgens und abends. Und das ist gut. Ne? Sie sagt immer, wenn eine Einsform ist, ist es prima. Morgen spreche ich mich für Frühstück und Mittag. Und abends spreche ich mich für das Abendessen. Ja, so jeden Tag. Ne? Und was tust du jetzt frühstücken, sonst immer? Immer noch Toastbrot? Seit zwei Toastbrot mit dünn Marmelade. Ja. Ich sagte, das wäre gut. Ich sagte, Körnerbrot, nicht Weißbrot. Und ich sagte, das wäre gut. Hat eine Ärztin gesagt, Mama. Ja gut, und dann messe ich, vorhin messe ich vorm Essen und dann dementsprechend nehme ich die Einheiten für die Spritze. Habe ich eine Tabelle an der Wand hängen, da steht da drauf, wie hoch ich einstellen soll. Ne? Aber Käsekuchen ist nicht gut. Doch, Käsekuchen ein Stück kannst du essen. Das ist ja gut, Käsekuchen. Also was heißt gut? Gut ist ja nichts. Aber das macht nichts. Ein Stück Käsekuchen mit essen, nicht jeden Tag, aber da braucht man mal. Ja? Ich darf ja auch ein Eis essen, sagt sie, einmal macht nichts, aber nicht jeden Tag. Ne? Ja. Du musst ein bisschen an die Norm halten. Ne? Was Schlimme ist, du sollst immer was essen, weil wenn du Alkohol trinkst, aber Bier trinkst oder was sollst du Salzscheibe essen, ne? Wenn du Kohlenhydrate oder. Ist aber nicht. Du musst irgendwie doch so essen, dass du so ein bisschen in der Norm bleibt, ne? Aha. Du sagst, ich nicht alles essen, aber nicht viel, immer ein bisschen nur, ne? Mhm. Öfter und wenig. Ja, aber du sollst dreimal am Tag essen und du isst heute schon das zweite Mal. Aha, was ist zweites Frühstück. Also, so dachte ich, ich darf da zwischendurch was essen, aber nicht viel. Ich esse jeden Stück Käse, guck mal, das ist alles bis seit abends 6 Uhr. Was will der? Ich wollte mich verhungern. Lassen. Da kann ich mich auf deinen Kopf hängen. Ja, ich spieße ihn nicht. Ich beiß mal wieder in mein dickes Brötchen. Keine Angst, das wird dann nicht mehr zu, aber da. Du bist ja wohl hier. Ja, wie hast du dich denn auf den Urlaub vorbereitet? Wer ich? Ja, für den Papa. Für den Papa? Weiß ich noch nicht. Ich habe mir da noch keine richtigen Gedanken drüber gemacht. Ich war geschrieben in der Krankenschwester. Ich kann mir das vorstellen. Ne? Aber. Auf den Jawohl guck. Ne? Nee, mach ich nicht. Das Insulin, was du mitnimmst, das kannst du ja nicht in den Koffer tun, oder? Ach so, daraufhin. Da willst du drauf raus. Ich stehe vom Doktor nach das und dann habe ich zwei Spritzen im Antibett mit dem Zorn. Ne? Im Koffer erfriert das, weil die so hoch geht, die Maschine. Minus 40 Grad haben die im Gepäckraum. Aha. Wenn die, was weiß ich, wie viele Meter hoch sind. Und auch nimmt man das im Handgepäck mit, mal so einen kleinen Koffer, da ist eine Gefrieranlage, so eine Art wie Kühltasche. Ne? Da tun wir zwei, drei Spritzen drin und ich kann dem Zoll dann nicht zeigen vom Doktor, dass ich das haben muss. Nicht Notfall, weil ich immer jeden Tag brauche. Naja. Und dann muss ich aber dem Zoll dann, wenn die jetzt hier sein Handgepäck aufmachen, was sind das für Spritzen, muss ich denen hier sagen, wofür das ist. Und da brauche ich eben einen Schöpfstück vom Doktor. Ne? Aha. Ja, ja. Komm, hoffen, dass sie nichts sagen dann. Sonst kannst du wieder heim hier. Ja. Kannst du was sagen? Gut. Ja. Im Koffer können die tun, aber man hat Angst, der friert. Nein, darf man nicht. Dann hat es keine Wirkung mehr. Ne? Genau. Ja, das wundert das an. Also ich muss. Und die Notspritze? Haben wir? Ach, das ist, muss ich ja noch voller. Das ist nur für den Not, für die Unterzuckerung. Sollte mal was sein, damit der Quatsch zum Spritzen hat, eh der Doktor kommt. Ja. Oder ein Traubenzucker, so zählt er. Ne?